Teenager vielleicht wieder. Ich wollte nur dem Transporter gerade ein bisschen mehr Platz machen. Norderhofen, Dornsbrücke. So, von da kommt keiner. Da kommt auch kein Bus. Das ist die Hauptsache, dass da kein Bus kommt. Ein Auto ist shit egal. Nur Bus und LKW. Okay. Alle. Okay. Mal gucken, wie viel da rauskommt, solange ich an der Haltestelle warte. Also ich warte jetzt nicht ganz bestimmt nicht bis alle raus. Aber ich glaube, ich warte auf einen Kühler, wenn ich die nächste Haltestelle eventuell durchfahren. Hier soll aber auch die Tür aufgehen vorne. Ist blöd gelaufen. Aber warum hat er nicht die Wahl? Okay. So, Umsicker, der kann sich nur drüber aufregen. Seid ihr jetzt endlich hier? Die ganzen Menschenmasse war in dem Bus. Okay. Buchhausen. Da steht keiner, also können wir durchfahren. Falsche Taste hat gewischt. Ein bisschen bremsen. Wir haben hier neuen Fahrgäste, muss aber trotzdem. Selbst der beschwert sich. Aber egal. Oh, ich hatte einen Unfall. Wer hat einen Unfall? Der ist zu uns reingefallen, also hatte er in dem Sinne einen Unfall mit uns, aber ja. Und dann wollen wir mal anhalten. Die Dame reinlassen und weiter geht's. In Richtung Breckerfeld. Schattener See, Station Natur und Umwelt. Nächstes fahre ich wieder gut. Ey, sie beschweren sich. Egal. Ich hatte nur gebremst, damit ich die Kurve nicht ganz so eng nehmen muss für euch. Aber ist auch egal. Tag, Kollege. Ein Solo? Sah aus wie ein Solo-Wagen. Ich kann mich aber auch täuschen. Ja, jetzt sind alle rüber. Ach ja, stimmt, wird ja nur ein Spur. Die rechte Spur biegt ja ab. In Richtung diese Straße. Das war knapp.
Und wir haben fast die magische Grenze der Umsichtsvergessen von 5 Minuten erreicht, an Verspätung. Dann geht das große Gemeckere wieder los. Sie sind aber spät heute. Der Fahrplan ist auch nur zur Deko da. Und die ganzen Sprüche. Ja, mal gucken, vielleicht können wir es noch irgendwie umgehen, das zu meckern. Wir waren mit bereit. Ganz ranfahren kann nicht, in dem Sinne nicht, dafür ist der Bus einfach zu lang. Steigen Sie auch bitte hinten ein. Nein, Sie laufen alle nach vorne, okay. Kann ich hinten zumachen, kommen Sie rein, kommen Sie, schnell. Kommen Sie. Nächste Station, Breckerfeld. Breckerfeld. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zur Linie 27 nach Osterfeld Markt über Universität. Ich weiß, es sind eigentlich nur 50 hier erlaubt, ich will die Verspätung ein bisschen rein. Das mit dem Anschluss schon wirklich viel mehr Umsteigemöglichkeit. Hier fährt ja auch die Linie 27, die allerdings dann gerade jetzt so gesehen geradeaus fährt. Über Universität nach Osterfeld Markt. Nicht über Alheim Hauptbahnhof. So, Ampel. Von mir aus könnte es jetzt auch wieder grün werden. Da bin ich gerade ins Mikro gekommen. Danke sehr übrigens, Ampel, dass du grün geworden bist. Hasenfeld. Und danach geht's auf die Busspur. Bin ja wieder rein. Listauer Straße. Ganz genau. Es geht jetzt in größeren Schritten auf Alheim Hauptbahnhof zu. Links blinken, da wir links abfahren und der normale Individualverkehr rechts lang fährt. Und ich weiß, ich fahre wieder ein bisschen zu schnell. Wir haben 3 Minuten 20 auf der Uhr. Das müssen wir ja irgendwie reinholen, oder? Achso, kommt da gleich eine fiese Brücke, wo ich hoch will. Oh ja, Bus ist leer. Dann lassen wir ihn mal ausrollen. Bremsen dazu noch was, damit wir hier oben auch wirklich stehen bleiben. Komm, wir fahren vor bis zur Haltelinie. Einmal nochmal. Ja, kriegen Sie. Morgen. 10 meinst du?
Danke. Bitte sehr. Mit dem 20er. Also so viel Kleingeld habe ich tagtäglich auch nicht in der Kasse, liebe Leute. Dass ihr alle mit dem 20er zahlen könnt. Und vor allem, wir haben das Monatsende. Geht die vordere Tür nochmal zu. Danke sehr. Und weiter geht's. Alheim, Hauptbahnhof, willkommen. Windhundstraße. Und da ist ein Kollege auf der 23. Die hier auch die einzige ist, die hier fährt. Und einmal anhalten. Und weiter geht's. So, jetzt mal die Augen aufhalten, weil die nächste Haltestelle ja etwas tiefer gelegt ist. Mankendorfer Straße. Und die Fahrgäste aber gerne mal oben auf Autobahn einfach stehen, keine Ahnung warum. Oder Schnellstraße. Aber wir müssen eher im Haltewunsch. Aber doch, da stehen welche. Blocken die jetzt gleich mich alle auf einmal wieder runter. So, stoppen. Oder hatte ich mich verguckt? Nee. Da. War aber Gegenrichtung. Achso. Und weiter geht's. Die letzten 1, 2, 3, 4 Haltestellen. Lina, Biernattstraße. 1. Dann kommt noch heute Postamt, wäre die 2. Bernauer Platz 3 und die 4. Allein Hauptbahnhof. 4 Stationen. Stück noch vorrollen. Solinger Straße zwischen Junkersweg und Buchen. Buchenstraße gesperrt, okay. Aktuelle Verkehrsinformation, 31 Minuten auf Radio Niederrhein, okay. Wir fahren wieder meines Wissens halber die Solinger noch, also zumindest nicht zwischen Junkersweg und Buchenstraße. Wird diese verdammte Ampel dann mal grün? Oder vielmehr Fahrt? Also weiß. Weiß war dabei. Ja. Senkrecht. Falsch das da. Die wollte ich. Also ich stelle die Ampel ein bisschen besser. Nein, jetzt kriegen die. Boah. Ich kann ja auch einfach mal vorrollen lassen. Aha, danke sehr, Ampel. Ja, und es will wieder raus. Und die netten Leute, da möchten auch gerne mit. Und ich will hoffen, dass sie jetzt nicht anfangen zu meckern. Guten Tag, Gott sei Dank.
Also da konnten wir ja jetzt nichts für, wir standen zu lange einfach an der Ampel. Die wollte und wollte hier nicht grün, da drüben ist ein Kollege. Postamt. Müsste die 19 gewesen sein. Nächster Halt, Bernauer Platz. Sie haben Umsteigemöglichkeiten in Richtung Osterfeldmarkt. Nicht neu auf, da kommen wir her. Universität. Und noch weiteres zur Linie 21, 22, 28. Linie 10, die Hochbahn und ich müsste die Ansage mal spielen. Bernauer Platz. Hallo. Guten Tag. 20 fährt hier noch. Ja. Hallo. Guten Tag. Die habe ich schon zugemacht. Aber egal. So, jetzt wird es ja noch rot. Alheim, Hauptbahnhof. Fahrt endet dort. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn sowie zu den Buslinien der AVG und der DB Rheinlandbus. Wir verabschieden uns von den hier aussteigenden Fahrgästen, wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Weiterreise und hoffe, Sie fahren bald wieder mit uns. Warum kriegen die Abbieger da ja? Ach, wir kriegen jetzt auch gut, also ist gut. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine gute Weiterfahrt. Ihre Stadtwerke Laurensbach. Lässt du mich da jetzt mal raus? Der biegt ab, das ist dann die Chance, noch hier rüber zu ziehen. Ui. Das war... Nee, die haben wir nicht gehabt. So, und an der Haltestelle verabschiede ich mich dann auch von euch Zuschauern für diese Folge. Das mache ich aber, wenn wir gerade mal stehen, weil es dann doch etwas leiser wahrscheinlich sein wird. Ich wünsche euch ebenfalls noch einen angenehmen Tag. Schon mal. So, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne erstmal Fahrplan. Ja, zum Schluss war es zu spät. Lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen oder wenn euch mehr Videos generell gefallen haben, auch ein Abo da. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, lasst auch gerne ein Abo da. Einen Kommentar da. So, das wollte ich sagen. Ich verabschiede mich dann aus der heutigen Folge. Ich wünsche euch eben dann noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr schaut die anderen Videos eventuell auch noch. Verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.